Was bisher geschah. Nachdem der Protagonist Present die ersten beiden Top 4 Mitglieder besiegt hatte, ging es gegen Top 4 Nummer 3, Ignaz, ran. Dieser spielte im wahrsten Sinne des Wortes mit den Gedanken des Protagonisten. Haha, weil Gedankengut und ne, Gedanken und so. Ach, Mann, bin ich heute wieder lustig. Nachdem er den Gedankenspielchen entrinnen konnte und Ignaz besiegte, wartete das letzte Top-4-Mitglied Lucian auf ihn. Dieser hatte zwar wunderbare Taktiken wie Solarstrahl, Lavados am Start, dennoch konnte der Trottel ihn tatsächlich ohne Verluste besiegen. Nun muss er noch die letzte und gleichzeitig schwerste Prüfung bestehen, doch würde er es schaffen? Willkommen, meine lieben Freunde, zum Finale der Pokémon Bloody Platine Egglock. Wir befinden uns hier direkt vor dem vierten Top 4 Mitglied, welches wir bereits besiegt haben. Und nun geht's ran gegen Cynthia. Und zuvor muss ich jetzt mich erstmal ein bisschen ausstatten. Denn wir haben natürlich noch Top Ether, wir haben normale Ether und was weiß ich was. Und wir müssen die auf jeden Fall verwenden. Moment, Top Ether führt nur eine Attacke auf. Ich dachte alle. Moment. Okay, das ist nicht so cool. Habe ich irgendwas, was alles auffüllt? Elixier, oder? Ja, Elixier, das ist ziemlich nice, weil Elixier brauche ich auf jeden Fall für Jerry oder Moonfahrer. Ich glaube Jerry, das sollte passen. Und dann geben wir nochmal ein Top-Elixier auf Moonfahrer. So, und wer könnte noch ein Top-Elixier gebrauchen? Das können wir gleich mal nachschauen. Vielleicht nochmal ein AP-Plus einsetzen auf Flamblitz hier und vielleicht auch noch auf Knirscher von Akani. Denn die beiden Attacken habe ich sehr, sehr oft eingesetzt. Und dann gehen wir nochmal hier mit ein paar Top-Genesungen an den Start oder lieber Top-Tränken. Und heilen alle erstmal auf und das wird, Leute, das wird lustig. Das wird lustig, denn alle haben immer gesagt, ja, Cynthia ist richtig krass und so weiter und so fort. Vor allem jetzt hier in Bloody Platin und das weiß ich nicht, wie wir das schaffen werden, ob wir es schaffen werden. Ich hoffe es, das ist das Ziel. So, ich glaube, wir geben nochmal ihm ein Top-Ether, Top-Elixier meine ich, oder lieber doch Ariel. Ich glaube Ariel, weil Surfer könnte hier doch etwas hilfreicher sein. Oder? Ich überlege gerade, welche Legis noch nicht durchgenommen wurden. Aber ich glaube, das sollte passen von den Legis. Wobei da einige Drachen dabei sind, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht genau, wir werden es sehen. Womit liede ich? Ich weiß es nicht. Ariel war bisher oft ein ziemlich guter Lead. Deswegen könnten wir, glaube ich, damit leaden. Akani könnten wir auch leaden. Aber ich finde, Ariel hat bisher sehr oft gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, wir können jetzt hier nun weitergehen zu Cynthia. Und ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Also doch, ich glaube, also die Level. Ich weiß schon ungefähr, was mich erwartet. Und auch von den Pokémon könnte ich mir das vorstellen, aber trotzdem. Wie geht es voran? Danke für alles am Kraterberg und für alles in der Zerrwelt. Ich bin dir äußerst dankbar. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Auch die härtesten waren für euch kein Problem. Das bedeutet, dass du auch über deine eigene Schwäche triumphiert hast. Die Fähigkeiten, die du erlernt hast. Ich spüre förmlich deine Ausstrahlung. Doch genug geredet, lass uns kämpfen. Deshalb bist du doch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich hiermit deine Herausforderung an und es geht jetzt nun ran gegen Cynthia. Ich bin super gespannt. Ich habe echt Groudon. Ich habe Angst, wollte ich gerade sagen, da kommt Groudon. Okay, gut. Sind wir schneller als Groudon, weil das Ding hat bestimmt Solarstrahl und ich würde gerne auf Regentanz gehen. Ich weiß nicht, was für eine Speedbase Groudon hat, aber ich riskiere es. Okay, wir sind schneller. Weil dann kann er nicht auf Solarstrahl direkt gehen, er geht auf Steinkante. Okay, das sollte aber passen. Das sollte, glaube ich, vom Schaden her passen, oder? Okay, das passt, glaube ich, noch so. Wobei das eine erhöhte Volltrefferchance hat und deswegen muss ich davor etwas aufpassen. Also will ich, glaube ich, erstmal auf die Heilung gehen. Direkt First Turn heilen. Ich muss hier wirklich richtig aufpassen. Und das mache ich auch. Ich passe jetzt erstmal auf. Ich gehe jetzt hier erstmal auf den Top-Trank, schau mal, was er hat. Weil Erdbeben sollte sogar mehr Schaden machen als Steinkante in der Theorie. Und deswegen, ja, lieber mal gucken. Erstmal Dunkelklaue. Gut, das sollte aber passen. Dann können wir jetzt hier, glaube ich, auf Surfer gehen. Denn der Ring ist draußen. Feuerattack machen sowieso nicht. Solarstrahl kann er nicht einsetzen. Erdbeben ist das, wovor ich etwas Angst habe. Falls es überhaupt Erdbeben kann. Aber Groudon müsste Erdbeben können. Und Surfer sollte eigentlich vielleicht sogar ausreichen, oder? Reicht es aus? Das reicht aus! Groudon ist weg. First Turn. Also nicht First Turn, aber wir haben Groudon schon mal wegbekommen. Nice, nice, nice. Sehr, sehr gut. Gut, damit ist schon mal 1 der 6 Pokémon weg. Und jetzt steht es 5 gegen 5. Und Deoxys kommt rein. Deoxys ist in der Speedform, glaube ich. Das ist die Speedform. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Wir gehen mal einen Moonfahrer.
Denn wenn ein Psychoschub oder wie auch immer das heißt, kommt, ja, genau das, dann sollten wir das eben abfangen. Und dann können wir jetzt hier, glaube ich, auf Staffette wieder gehen. Ja, wobei lieber erstmal Gena einsetzen und dann Fluch vielleicht. Donnerblitz, wie viel Schaden macht das? Du bist immer ein Deoxys. Wobei Deoxys in der Speedform keine guten Angriffswerte hat. Also können wir das eigentlich ganz gut ausnutzen. Ja doch, ich glaube schon. Wir können uns jetzt hier gegen relativ gut setupen. Außer er wechselt raus. Beziehungsweise sie. Aber ich glaube, dass sie drin bleibt. Okay, Donnerblitz kommt weiter. Nice. Das ist sehr, sehr gut, weil jetzt bekommen wir ein Free Setup. Also ein freies Setup sozusagen. Mit Fluch und können das dann weiter passen. Und mal schauen, was dann passiert. Das Problem ist nur, dass es mir auch auf Dauer wahrscheinlich nichts bringen wird. Also durchsweepen werde ich hier definitiv nicht, denn wenn wir Groudon sehen, wird hier wahrscheinlich auch ein Kyogre kommen, es wird wahrscheinlich Rayquaza kommen. Was könnte noch kommen? Ja, Giratina wahrscheinlich, Arceus? Ja doch, Arceus wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, das ist... Sie hat 1000 Powerhäuser wahrscheinlich. So, wir gehen jetzt hier weiter auf Fluch und danach gehen wir auf Staffette. Das sollte, glaube ich, passen. Oder wir warten darauf, dass Deoxys aufwacht, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Selbst wenn Deoxys aufwacht. Ich glaube, wir gehen einfach auf Staffette und gehen dann auf Arcani und Turbo-Tempo sollte dann... Wobei, Turbo-Tempo reicht dann noch nicht mal aus. Ich gehe nochmal nämlich auf Fluch, weil bei plus 3 oder plus 2 sollte es nämlich noch nicht ausreichen, denn Deoxys hat in der Speed-Form keine so schlechten Verteidigungswerte. Deswegen gehen wir jetzt hier aber auf Staffette und er wacht auf, wobei wir dann auch auf Biss gehen können, aber das sollte trotzdem passen. Und das sollte nicht so viel Schaden machen. Und dann gehen wir hier auf Arcani oder auf Zerfetzer. Aber Arcani hat halt Turbo-Tempo. Und deswegen gehen wir dann lieber hier auf Arcani mit Turbo-Tempo. Und das sollte vielleicht sogar schon ausreichen. Ja, doch eigentlich schon, oder? Ich glaube, dass wir bei plus 4 sind, falls ich richtig mitgezählt habe. Und das reicht aus. Nice. Nice, nice, nice. Schon das zweite liegige One-Hit-KO. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kyogre kommt rein. Das war das Problem. Wir können ja nicht durchsweepen, weil hier ein Kyogre steht. Und das wird mich halt besiegen. Mit einer Hydro-Pumpe. Und deswegen wechseln wir jetzt hier in Kusha raus. Denn Kusha fängt die Wasserattacke ab. Und ich glaube, dass er auf die Wasserattacke gehen wird. Surfer, nice. Und dann gehen wir jetzt hier auf Gift-Hieb und hoffen mal auf die Vergiftung. Das wäre ganz cool. Gift-Hieb, go. Und bekommen wir die Vergiftung, bitte? Bitte Vergiftung, bitte? Ah, das sieht leider nicht danach aus. Er geht noch aufs... Wieso geht er auf sie auf Surfer? Tut mir leid, aber... Ich werde das ganz oft sagen, der Gegner. Das verstehe ich nicht ganz. Cynthia, ich dachte, du wärst super krass. Und dann machst du so ein Missplay, das ist ein bisschen, was ist los mit, also, Moment, Wahl-Item? Hast du ein Wahl-Item? Das könnte natürlich auch sein. Aber dann wechselt man raus. Top-Genesung, ja, go. Aber wenn du weiter auf Surfer gehst, dann bringt dir das auch nicht sehr viel. Falls du eben Wahl-Item trägst. Gibt es schon Wahl-Items in der vierten Generation? Ja, natürlich. Ich habe Wahlband. Ich bin dumm. Ich habe sogar ein Wahlband in meinem Beutel. Egal. Trockenheit füllt ja auch noch meine KP auf. Das ist richtig gut mit Niesel, merke ich gerade erst. Das ist ja richtig gut. Gift-Team kommt und besiegt dann dieses Kyogre hoffentlich oder auch nicht. Er geht weiter auf Surfer. Sie. Wie auch immer. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Ich nehme es gerne entgegen. Wir gehen weiter auf Gift-Team. Wieso nicht, ne? Wieso nicht? Damit bekommt Kusha noch einen Kill. Und dann haben wir schön auch das dritte Pokémon besiegt. Leider nicht Wallet KO, aber da beschwere ich mich mal nicht. Und sind immer noch bei vollen KP und da kommt Rayquaza. Okay, jetzt hat sie aufgehört mit dem Spaß, denn das Ding kann Drachentanz. Drache Flug. Gut, was wechseln wir jetzt hier rein? Denn drinbleiben will ich nicht. Drinbleiben will ich definitiv nicht. Was wechseln wir hier rein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen in Zerfetzer. Also Rayquaza ist das Pokémon, was mich durchsweepen kann. Also was hier komplett durchsweepen kann, meine ich. Nicht mich durchsweepen kann. Egal. Erdbeben, wir tanken das hoffentlich ganz gut. Ja, das tanken wir. Dann gehen wir hier auf Steinhagel. Er ist bisher immer noch nicht auf Drachentanz gegangen. Also Cynthia ist noch nicht auf Drachentanz gegangen. Also ist das schon mal ein kleiner Vorteil. Drachenklaue. Gut, das passt auch noch. Das sollten wir eigentlich gerade noch so tanken. Ja, das passt. Steinhagel trifft glücklicherweise und damit sollten wir... Ja, vielleicht 50% machen, vielleicht 60, 70, das wäre ganz schön. Und 100 KO, bitte? Ah, fast. Okay, das passt aber. Dann heilen wir uns jetzt hier erstmal wieder entgegen, weil sie wird sich auch erstmal hochheilen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und können dann wieder auf Steinhagel gehen. Top-Trank wird eingesetzt und dann sehen wir mal gleich, geht er auf Drachenklaue oder auf die Heilung? Nein, er geht auch auf Drachenklaue wieder, oder nicht auch auf Drachenklaue, sondern wieder auf Drachenklaue. Und das sollte aber passen. Denn selbst ein Volltreffer reicht nicht aus durch die Überresteheilung, außer er bekommt eine Max-Roll.
Und dann können wir jetzt hier auf Steinhagel gehen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oder auch nicht. Ich hätte vielleicht nicht auf Steinhagel gehen können, weil das hätte daneben gehen können, aber glücklicherweise trifft es und damit ist Rayquaza weg. Eines der größten Probleme wahrscheinlich ist damit weg. Eigentlich sind alle 6 Pokémon von ihr Probleme. Also, es gibt kein größeres Problem, glaube ich, bei ihr. Alle 6 sind, ja. Na gut, Arceus könnte vielleicht das größte Problem sein. Hallo, Arceus. Was für eine Tafel hast du? Verwandelt sich, okay. In was? In normal Arceus, Sky, Stahl, Drache? Ich habe doch keine Ahnung. Was machen wir jetzt hier gegen Arceus? Das hier kann Schwertanz. So, nach einem kurzen Schnitt bin ich wieder da und... Ja, ich habe natürlich in der Zeit nachgeschaut, was das für ein Arceus ist. Nein, keine Ahnung. Ich habe nicht nachgeschaut, weil ich das nicht nachschauen kann. Oder kann man das nachschauen? Wahrscheinlich doch am Aussehen. Egal. Wir heilen jetzt hier einfach auf, würde ich sagen. Und hoffen mal, dass er sich jetzt hier nicht setup mit Schwertanz. Weil wenn er auf Schwertanz geht, haben wir ein kleines, aber feines Problem. Blizzard, okay. Kann er Eiseskälte oder so? Jetzt kommt gleich eine Eiseskälte. Blizzard passt aber. Wir gehen jetzt hier mal... Ist er ein Eis? Nein, aber das sieht nicht nach einem Eis-Arceus aus. Oder sehen die alle so aus hier in der Gen? Ich habe doch keine Ahnung. Donner... Oh, Para, come on. Steinhagel trifft natürlich nicht. Wer hätte das gedacht? Als ob. Das ist doch nicht mehr cool. Das ist nicht cool. Wir gehen hier weiter auf Steinhagel. Der geht wieder auf Blizzard. Mist, glücklicherweise. Und dann schauen wir mal, ist das effektiv? Nein, das ist neutral effektiv. Ich weiß nicht, was das für ein Arceus ist. Normal muss das doch sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier erstmal auf die Top-Genesung. Ja, ich glaube Top-Genesung, damit wir die Full-Para erstmal, also die Full-Para-Chance weg haben und generell die Paralyse wegbekommen. Denn die ist etwas nervig und Donner kommt wieder. Okay. Das ist okay. Bitte keine Para. Gut. Der Schaden ist halt im Rahmen. Also passt das. Selbst ein Volltreffer reicht nicht aus. Also können wir jetzt hier eigentlich auf Kreuzschere gehen. Er geht weiter auf Donner. Das sollte aber in der Theorie passen. Er bekommt wieder die Para. Und was ist hier los? Was ist hier los? Natürlich trifft er immer wegen dem Regen, das ist ihm ja bewusst. Aber dass er halt auch noch 2-mal die Para bekommt und dann direkt die Full-Para jetzt ja auch noch hinterher, ist nicht cool. Aber immerhin geht Blizzard daneben, was ganz cool ist, aber trotzdem... Ah, Leute, wir gehen ja mal auf Kreuzschere. Blizzard reicht jetzt natürlich nicht aus, ganz klar. Das macht keinen Schaden. Wir gehen weiter auf Kreuzschere und besiegen dann hoffentlich Arceus mit 2 weiteren Hits. Hoffentlich, vielleicht auch mit einem Hit, ich weiß es nicht. Arceus, wieso ist das so eine Sache? Wieso hat sie Arceus? Wieso ist sie so tryhard unterwegs? Kreuzschere, Arceus stirbt bitte. Nein, schade, fast. Die Frage ist jetzt, ob ich mich wieder hochheilen möchte, weil er heilt sich wahrscheinlich auch hoch, ne? Ja, aber trotzdem, ich heile mich lieber zur Sicherheit hoch und dann gehen wir jetzt hier auf die Top-Genesung, machen das sicher. Er geht wieder auf Donner, bitte keine Para. Das ist nicht mehr lustig, ne? Das ist ganz und gar nicht mehr lustig. Also ich lache nicht. Lacht ihr hier gerade draußen? Also ich lache nicht. Ich habe wirklich wieder Wechsel und Folge vergessen, ne? Kann das sein? Das merke ich jetzt erst wieder. Ich habe das mit Wechsel und Folge vergessen. Ich wollte ja hier vor Cynthia auf Wechsel stellen. Habe ich gut gemacht, ne? Ja, gut. Lassen wir das einfach so stehen. Aber bisher haben wir noch nichts verloren. Aber wir haben auch noch nicht diesen Kampf gewonnen. Aber ich finde es interessant, dass es so ein Set ist. Also ein Schwertanz-Set wäre... Paralyse. Also Schwertanz-Set wäre halt noch richtig gefährlich gewesen. Aber Blizzard Donner ist einfach nur nervig. Mehr ist es nicht. Weil er die ganze Zeit Paras bekommt, wie sonst was. Da ist Arceus glücklicherweise weg. Glücklicherweise, endlich, ist dieses Ding weg. So, was hat sie jetzt noch? Mewtwo? Wahrscheinlich, oder? Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Mewtwo. Ah, das Ding kann Ränkeschmied. So, Moment. Gehen wir jetzt hier raus in Achtara. Das Ding kann aber auch Fokusstoß, aber ich glaube... Ja, ich fange jetzt erstmal lieber die Psychokinese mit Nachtara ab, was sicher ist. Und dann gehen wir mal auf den Biss und gucken, was er hat. Oder auf Staffette. Ich glaube, wir gehen auf Staffette. Weil ich möchte nicht, dass er sich boostet. Eisstrahl, okay. Kein Fokusstoß oder Aurasphäre. Ich glaube, beides kann Mewtwo erlernen. Dann gehen wir jetzt hier auf Staffette und gehen dann in Akani rein. Und können dann eigentlich auf Knirscher gehen. Alter, das wäre natürlich nice, wenn wir das Ganze mit Akani beenden könnten, ne? Mit Akani das zu beenden. Das wäre super gut. Komm, Knirscher. Psychokinese tanken wir. Das tanken wir. Jerry, du bist
ganz relativ bulky auf der speziell defensiven Seite, auch wenn das super viel Schaden gemacht hat. Alter, ich glaube nicht, dass wir Akani, also mit Akani Mewtwo besiegen können, aber ich möchte es gerne versuchen. Ich möchte es gerne versuchen, aber ich hoffe mal, dass jetzt hier auf Eisstrahl oder so geht, weil er dumm ist. Das wäre ganz cool. Da kommt wieder die Psychokinese. Das wäre richtig schön. Ich möchte das gerne mit Akani beenden. Das wäre jetzt gerade mein Ziel. Und er geht nochmal auf die Psychokinese. Er bekommt halt auch irgendwann den Spezialverteidigungsdrop, ne? Wisst ihr was? Wir machen es schlauer. Wir gehen jetzt erstmal nach Tara, fangen die Psychokinese ab und gehen dann wieder auf Staffette. Wobei ich mich, glaube ich, erstmal hochheile mit Akani. Denn sonst bin ich wieder in derselben Position wie vorher. Und dann hat mir das auch nichts gebracht. So, erstmal hochheilen mit Akani. Weil, wenn wir es mit Akani beenden könnten, wäre es natürlich echt cool. Da kommt ein Eisstrahl, das passt auf jeden Fall. Und dann gehen wir jetzt hier auf die Staffette. Eisstrahl nochmal. Das sollte passen. Und dann gehen wir jetzt hier nach Akani, drücken auf Knirscher und drücken danach auf Turbo-Tempo. Falls er sich nicht aufheilt, gewinnen wir das nun mit Akani. Und das wäre einfach grandios. Das wäre schon echt cool. Das wäre schon echt cool. Wir gehen auf Knirscher. Und da kommt die Psychokinese. Und solange jetzt hier kein Volltreffer kommt, passt es. Kein Volltreffer. Knirscher kommt. Und dann können wir auf Turbo-Tempo gehen. Und ihn besiegen. Sehe ich das richtig? Irgendwas, was jetzt hier noch passieren kann? Top-Genesung. Ja, aber sonst war es das, oder? Hat irgendwie eine Priorität? Eine super starke? Nein. Turbo-Tempo. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Damit haben wir nun die Bloody Platin Egglong erfolgreich bestanden. Ich glaube, mit 28 Toten oder 27 und nur mit einem Tod in der Top 4. Kein Tod wäre Cynthia. Und wir haben es geschafft. Ich realisiere das gerade nicht so ganz, weil alle gesagt haben, ja, du schaffst das nicht. Und ich habe auch gedacht, ja, das schaffe ich nicht. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das war ausgezeichnet. Das war ein unglaublicher Kampf. Sehr, sehr schön. Dann können wir jetzt hier eigentlich das ganze Projekt etwas Revue passieren lassen, während dann dieser Abspann kommt. Denn das ist das letzte richtige Video zu diesem Projekt. Es wird noch einen weiteren Part geben, in dem ich die Eier ausbrüten werde. Das wird aber auch ohne Intro oder so sein. Also ohne das, was ihr halt immer vor dem Part habt. Sondern einfach nur noch ein Part oder ein extra Video, wo wir die Eier ausbrüten werden, wo ich vielleicht noch ein paar Fragen beantworten werde. Deswegen, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt zu diesem Projekt oder generell, was ich in diesem Video beantworten soll, bitte fragt jetzt nicht, wann startet die GPL oder so. Solche Fragen werde ich dann nicht beantworten. Sondern irgendwas, was mit diesem Projekt zu tun hat oder mit einem zukünftigen Let's Play-Projekt, dann könnt ihr diese Frage gerne stellen. Und ich werde die versuchen, noch mit aufzunehmen in dem nächsten Part. In dem letzten Video zu diesem Projekt. Und ja, deswegen schreibt das dann in die Kommentare. Und nun werde ich das Ganze etwas Revue passieren, während wir hier die Helden dieser Challenge sehen. Es gab natürlich viel mehr Helden, keine Frage. Aber natürlich Akani erstmal. Das war der größte Held. Ich meine, Akani, also. Na, okay, ich übertreibe mal nicht, aber wir haben viele Verluste gehabt. Wir hatten viele Helden, wir hatten viele gute Pokémon, wir hatten so viele entdeckt. Ich habe das Spiel das allererste Mal durchgespielt. Gut, für manche ist das vielleicht jetzt hier noch nicht durchgespielt. Man könnte auch die ganze Post-Story machen und so weiter. Aber das würde ich jetzt hier nicht so cool finden. Ich hätte da jetzt nicht so unbedingt Lust drauf. Und ich möchte das machen, worauf ich Lust habe. Und deswegen, ja, mache ich bis hierhin und nicht weiter. Und damit, ja, das ganze Projekt kurz früh passieren lassen. Wie hat es mir gefallen? Ich hatte erstmal richtig viel Spaß. Natürlich, Egglocks generell bringen sehr viel Spaß. Ich hatte schon mit der Blaze Black Egglock sehr, sehr viel Spaß. Und auch jetzt hier in der Bloody Platin Egglock. Ich werde das ganz kurz spielen, weil das ist halt super unepisch. Jetzt ist es ein bisschen cooler. ja, Bloody Platin. Damit hatte ich super viel Spaß, weil das allererste Mal der Fall für mich war eben, dass ich Platin durchgespielt habe. Und damit auch das allererste Mal, dass ich ein Spiel der vierten Generation komplett durchgespielt habe. Oder eben die Hauptstory, sage ich mal. Denn ich habe auch Heart Gold Soul Silver noch bisher noch nicht komplett durchgespielt. Das wird auch noch irgendwann mal in der Zukunft kommen. Und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall. Und Bloody Platin generell, super schweres Spiel. Das ist natürlich keine Frage, steht nicht außen vor. Ich glaube nicht, dass Bloody Platin schwerer als Draiano Hex sind, also Blaze Black und Bolt White und so weiter und so fort. Wobei man sagen muss, dass wir mehr Tode hatten in dieser Challenge als in Blaze Black, wenn es mich nicht ganz täuscht. Oder auch nicht, vielleicht gleich viele. Aber dennoch würde ich sagen, dass zum Beispiel jetzt hier die Top 4 gar nicht so schwer war. Gut, die Top 4, da hatten wir auch relativ hohe Level, ne? Aber jetzt auch Cynthia
ging total klar. Aber wir haben auch einen Egglock gespielt, müssen wir dazu sagen. Ne? Ich kann schon verstehen, wie so manche gesagt haben, sind ja super schwer und so weiter und so fort. Ist total verständlich, wir hatten einen Egglock und das macht das Ganze etwas schwerer, leichter, nicht schwerer, weil wir da relativ gute Pokémon bekommen, teilweise auch schon mit perfekten DVs und Zuchtattacken und so weiter und so fort. Deswegen war das etwas einfacher für uns, also für mich jetzt. Und trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Hin und Her. Wir hatten teilweise wirklich Parts, wo ich kurz davor war, komplett zu sterben, so nach dem Motto, ich habe so viele Verluste gehabt, teilweise auch gegen Cyrus beispielsweise, einmal die drei Verluste da hintereinander. Das war auch nicht so cool, das Team immer neu aufzubauen, deswegen war es auch leider so, dass dann gegen Ende hin die Parts immer unregelmäßiger kamen. Am Anfang war es ja so, dass jeden Tag fast ein Part gekommen ist, weil ich auch diese Sache mit dem Like-Go das erste Mal hatte. Da könnt ihr gerne auch mal eure Meinung zu schreiben und auch zu den Fragen des Videos, denn eigentlich war ich relativ zufrieden damit. Denn manche sind ja kein Fan von Fragen des Videos, ich fand das hier eigentlich ganz cool, weil ich das ja auch genutzt habe, um Gesprächsstoff in den einzelnen Videos zu haben. Und das werde ich dann ab und zu auch so weiter fortführen, genauso wie die Intros. Die werden jetzt nicht jedes Projekt dabei sein, weil dann wäre es irgendwann nichts mehr Besonderes. Aber die werden wiederkommen, sagen wir es mal so. Vielleicht etwas verbessert, da könnt ihr gerne auch mal Kommentare zu schreiben, was euch gefallen hat, was euch da nicht vielleicht gefallen hat. Gerne dazu Feedback dalassen, denn ich war zufrieden damit, auch wenn es vielleicht für manche ein bisschen Fremdscham erwürgend ist, aber ich hatte Spaß damit und ich finde, das hat auch was Uniques, Einzigartiges in dieses Projekt gebracht und damit bin ich sehr zufrieden und ich hoffe, ihr hat es auch irgendwie gefallen und ja, ich lobe mich jetzt hier nicht alleine, ne? Ich finde mich super toll und meine Sachen sind super krass und so, nein, natürlich nicht und nebenbei, das Outro ist richtig, richtig schön gemacht, muss man jetzt hier an dieser Stelle sagen und ja, alles in allem bin ich sehr zufrieden mit diesem Projekt, ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß. Und da kann ich eigentlich nicht viel weiteres zu sagen. Ende steht ja schon perfekt, sozusagen zum Ende gesprochen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, denn da werden wir die Eier ausbrüten und dann beenden wir das Projekt auch offiziell. Bis zum nächsten Mal und ciao.